Meine Frau wurde eine müde Frau im mittleren Alter. Ihr Körper verlor die Straffheit, die er einst hatte. Und ihr Gesicht war nun mit hässlichen Falten bedeckt. Schatz, vielleicht sollte ich mich für das Treffen mit deinen Partnern schminken. Dir kann nichts mehr helfen. Hast du etwas gesagt? Sobald ich erfolgreich wurde, konnte sie nicht mit meinem Status mithalten. Alle Männer in meinem Umfeld wurden von Schönheiten begehrt. Und ich war da keine Ausnahme. Die junge, hinreißende Jessica brach wie ein Wirbelsturm in mein Leben ein. Bald verbrachte ich jedes Wochenende, Urlaub und Ferien mit ihr. Meine Frau, natürlich, kämpfte mit der Einsamkeit. Schatz, es ist Weihnachten. Wirst du zu Hause sein? Die Welt dreht sich nicht um dich, Julie. Sei nicht so egoistisch. Ich bin auf einer Geschäftsreise und verdiene Geld. Meine Beziehung zu Jessica wurde immer ernster. Und die Leidenschaft ließ nicht nach. Lass es uns gleich hier tun. Aber wir könnten erwischt werden. Wen kümmert's? Bist du nicht der Big Boss hier? Sie hauchte mir Leben ein, während meine alte Frau es aussaugte. Kannst du mich irgendwie anders empfangen? Tut mir leid, Schatz, ich bin krank. Ich wollte dich auf deiner Geschäftsreise nicht stören. Irgendwann war ich es leid, Jessica in Motels zu treffen. Ich nahm das Geld, das Julie und ich für die Hochzeiten unserer Kinder gespart hatten und kaufte meiner Geliebten eine kleine Wohnung in Manhattan. Du bist der Beste. Ich kann es kaum erwarten, hier mit dir zu leben. Ich träumte auch davon. Konnte aber meine wertlose Frau nicht verlassen. Sie würde es nicht überleben. Eines Tages brachte Julia ihr fettiges Mittagessen in mein Büro und sah alles durch die Glastür. Um keine Zeit zu verlieren, schlug ich die Scheidung vor. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde dich nicht mit leeren Händen zurücklassen. Wir haben Julie das Haus angeboten, plus 30% meines Geschäfts. Ich war großzügig, weil ich wusste, dass sie ohne mich nichts war. Aber sie zerriss sofort die Papiere. Unsere Kinder sind jetzt erwachsen und ich bin in der Lage, für mich selbst zu sorgen. Du wirst das Geld brauchen, wenn du am Tiefpunkt angelangt bist. Ciao. Ich lachte über ihr Selbstbewusstsein, nicht ahnend, dass ihre Worte prophetisch waren. Nach der Scheidung organisierte ich eine üppige Hochzeit mit Jessica. Die ersten paar Monate unseres Ehelebens fühlten sich wie das Paradies an. Dann begann ich zu bemerken, dass mein Zuhause nicht mehr gemütlich war. Jessica baute ihre Karriere weiter aus und kam kaum noch nach Hause. Schatz, ich habe Essen gemacht. Wo bist du? Sei nicht so egoistisch. Ich bin in einem Geschäftstreffen. Ich mache Geld. Warte nicht auf mich. Niemand kümmerte sich mehr um mich. Und natürlich wirkte sich das auf meine eigene Karriere aus. Tom, Kumpel, du hast deinen Funken verloren. Also müssen sich unsere Wege trennen. Zu Hause bekam ich keine Unterstützung. Ich heiratete einen erfolgreichen, gepflegten Mann. Nicht einen Jammerlappen wie dich. An diesem Abend packte Jessica ihre Sachen und ging. Dann erinnerte ich mich an die Worte meiner Ex-Frau. Du wirst das Geld brauchen, wenn du den Tiefpunkt erreicht hast. Ciao. Julie stimmte zu, sich mit mir zu treffen. Sie kam selbstbewusst und noch schöner, als ich sie je gesehen hatte. Wusstest du, dass die Dinge sich so entwickeln würden? Ich habe dich geliebt und habe für dich alles gemacht, bis du mich betrogen hast. Als ich verloren hatte, was ich am meisten schätzte, habe ich endlich die Freiheit gespürt. Und ich würde sie gegen nichts auf der Welt eintauschen. Danach stand Julie auf, ging weg und ließ mich allein. Nimm dir heute noch Zeit, um jemanden zu schätzen, der alles tut, was du für selbstverständlich hältst.